Ihr habt euer erstes großes Konzert gespielt. Erzähl mal, Ole, wie war's? Es war grandios. Ich darf dir das gar nicht wegnehmen, ne? Oder das Mikrofon? Das ist ganz schwierig gerade. Ich habe immer so den Drang, das Teil, aber gut. Das ist ein Mikrofon. Okay, Entschuldigung. Du kannst mich auch nochmal fragen, sorry, jetzt habe ich dich so unterbrochen. Ne? Das ist nicht so schlimm. Wie war es denn für euch, das erste große Konzert zu spielen? Es war im Knus und es war großartig. Es waren 500 Leute da und wir waren total geflasht davon. Sophia. Das waren wir. Warst du auch geflasht davon? Sag mal, ihr habt ja am Anfang vor ganz wenig Publikum gespielt. Ihr macht das ja mittlerweile schon 6 Jahre und die letzten 2 Jahre seid ihr ja so durch die Decke geschwuppt. Wie war denn das? Sag mal, ihr habt ja eigentlich die gleiche Musik gemacht. Woran denkt ihr denn? Liegt das? Liegt das jetzt nur an diesem Award oder? Nee, das liegt auch vor allem daran, weil das wir liegt uns, an uns. Ja, weil wir uns auch mal hingesetzt haben und richtig geprobt haben. Wir haben echt auch ganz schön schlecht gespielt, muss man mal ehrlich sein, ne? Ja, also so, dass alle zusammenspielen auf einen Takt, das war nicht immer da. Nee, das war nicht immer so. Und wir haben auch oft viel Bier getrunken. Was ja jetzt nicht schlimm ist, ne? Vor Auftritten? Ich weiß nicht. Hat man das dann gemerkt? Ja, ich weiß, du bist schon mal runtergefallen und so. Ja. Und jetzt gar nicht mehr? Nee, ich trinke tatsächlich eigentlich gar nicht mehr vorm Auftritt. Ich bin auch so nervös. Aber ist man ja auch ein bisschen lockerer, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich mache das irgendwie nicht mehr so gerne. Danach schon, aber davor nicht. Ist da jemand erwachsen geworden? wenn wir unser drittes Album haben, dann kann ich sagen, wir sind erwachsen geworden. Aber jetzt sind wir noch sehr jung. Sag mal, ihr probt ja in einem Proberaum, der ist 8 Quadratmeter klein, groß. Da geht's ja manchmal richtig ordentlich zur Sache bestimmt. Ja, vor allem, weil ich echt, also heute sieht man das nicht so, weil ich nicht so viel Platz habe. Ich bin ein sehr hibbeliger Mensch eigentlich, bewege mich sehr viel. Und in diesem Proberaum mache ich das auch, obwohl der so klein ist. Und deswegen geraten wir sehr oft aneinander. Aber man muss sagen, er ist ja sehr klein, aber wir haben uns angewöhnt, uns in den Kreis zu stellen. Und zwar so, dass ungefähr die Hälfte des Raums noch frei ist. Was ein bisschen doof ist, vom Ding her, aber irgendwie ist das so am besten für uns. Nee, ihr setzt euch in den Kreis so aller. Wir unterhalten uns schon. Jetzt mal ganz. Ihr steht wirklich? Ja, wir stehen. Also wir stehen. Ja, hallo, im Kreis kann das ja auch ganz, ganz charmant sein. Ja, und da wird ordentlich gefeiert, da wird ordentlich getrunken und da wird über alles gesprochen, was das Herz begehrt. Ja, wir proben immer um 10 Uhr morgens, also genau. So richtig getrunken und gefeiert wird da zum Glück noch nicht. Um 10 Uhr morgens trefft ihr euch alle? Alle immer pünktlich bei euch? Wir sind sogar sehr, sehr pünktlich. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich glaube, weil ich am Anfang immer so gemeckert habe und weil wir dann eingeführt haben, wenn jemand 10 Minuten zu spät kommt, muss er irgendwas mitbringen.